Ich mach doch jetzt einfach den. Tauchsession. Den mach ich nicht. Also. Schupp. Das ist nochmal eine. Ja gut, mehr als drei kann ich eh nicht aufpicken. Also, easy. Wie ist jetzt das gegangen? Ich glaube, ich... Ja, genau. Das ist richtig... Die Challenge ist so richtig nice, um nochmal... ein kleines Leben zu verlieren vor dem Boss. Nee, warte mal. Ist das nicht so gegangen? Ich muss einfach in einem Durchgang rauf, okay? Ja genau, das ist das Problem. Nein! Das war knapp. Aber ich weiß, wenn. Nein, das ist zu früh. Die haben einen anderen Rhythmus. Es ist ungeglich. Schau es wieder nicht. Das war zu früh. Ich hätte wirklich einen anderen Rhythmus. Ich muss vor dem Brennen noch... Hey! Ja, aber kann ich sie mal zurücksetzen? Ich kann sogar noch eine Fee holen, umso besser. Mhm. Nein, ich muss auf die Seite. Jetzt haben wir es geschafft. Nice! So! Link, Vorsicht! Das hier sieht nicht aus wie gewöhnliches Wasser. Irgendwas lauert hier. Das nehmen wir mal an. Darum gehe ich jetzt aber noch nicht ins Wasser rein. Würde ich wahrscheinlich früh genug müssen. Blub 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 blub. Peekaboo. Kuckoo, Sally. Jetzt red ich mal um, Link. Komm, hopp. Vom übers Wasser denkt Hakel Morpha. Sie da. So, und. Was hat's jetzt gemacht? Ich
Ich würde sagen, ich kann den machen, also weg. Das ist nicht gegangen. Schauen wir, ob es treffen. Ha! Ist getroffen! Oh, Scheiße! Es rennt um meinen Körper. Nein. So greedy gsi. Ja. Komm. Gut, ich hab mich gar nicht in die Dings hineingeschmissen. Das Ding von diesem Boss ist einfach immer möglichst genug weit weg. Nein! Komm jetzt! Möglichst weit weg, aber gleich so, dass dich der Tentakel von vorne angeht. Das wäre die Idee. Und dann gehen wir da über, das ist besser. Wenn ich da hinten stehe, müsste es gar nicht so schlecht gehen. Ich glaube, da mag ich nie an. Ja. Ja, komm jetzt! Und weg. I'm gone. Okay, ein Hit. Ja, noch mehr dürfen sie. Aber ich nehme auch den. Ha! Mist. Oh, jetzt kommst du zwei. Das habe ich mir nicht gedacht. Ja, Nummer zwei machen wir mal aus dem Weg. Der einzige Schaden an einem Boss ist, dass er nichts ändert, angesehen von der Anzahl der Tage, die er braucht. Das ist recht langweilig irgendwie. Wo ist Nummer 2? Ah, der hat beide gleichen Ort. Oh! Ist jetzt knapp gewesen. Ja, nehmen wir doch auch. Der Hit.
Hey, komm jetzt. Ah, es ist so nervig, wenn ich nur noch einen Schlag geben kann. Und blank. Das ist jetzt irgendwie noch gesehen. Ja, so geht's. Doppelschlag zum Schluss. So, jetzt war es jetzt schön aufgesucht. Jetzt hat es meine große Teufle. Vielleicht. Nicht einmal so eine ganz kleine, winzige Tröpfli. Haha, das ist für dich übrig. Nice. Das gefällt mir doch. Okay, suchen wir schon das Herzteil. Wo ist es? Ah. Hier kommt es noch näher, he? Es fehlen nur 6, bis komplett. Ja, aber da fehlen dann noch ein paar. Bei 2 Bossen sind es noch 6, jetzt noch 4. Und 4 mal 4 sind 16 minus 1. 15 Herzteile, die wir noch finden, die ich noch nicht gefunden habe. Okay. Easy. Ist gut, jetzt ist die Route nicht mehr so bitchig drauf, was ich gleich war. Link, ich hätte nichts anderes von jemandem erwartet, den ich zu meinem Ehemann auserkoren habe. Zoras Reich und seine Bewohner können dank deiner Hilfe wieder in Freiheit leben. Als meinen Lohn gewähre ich dir meine ewige Liebe. Naja, das würde ich gern. Aber ich merke, dass du eine andere denkst. Ja, so ist so wie ich halt. Was weiß ich, das Wasser ist meine Aufgabe, den Wassertempel zu bewachen. Und du? Du suchst nach Prinzessin Zelda. Gib es zu. Du kannst nichts von mir verheimlichen. Prinzessin Zelda? Sie ist am Leben, ich spüre es. Also lass dich nicht ermutigen. Mach ich nicht. Ich weiß, dich wird nichts aufhalten in deinem Kampf für den Frieden. Nimm daher dieses Amulett und trage es mit Würde. Das mache ich doch. Was ist eigentlich das Zeichen der Friendzone, sozusagen? Was es rutscht, also gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt ihre Kraft. Macht sie. Wenn du Schirk triffst, danke ihm von mir, okay? Mach ich. Wenn ich daran denke, das gleiche, wenn ich dem Grüß ausrichte, bin ich auch schlecht. Wasser steigt und das Böse verlässt den See. Link, du hast es geschafft. Übrigens ein Gruß, he? Und merci von der Route. Hallo, Sieg. Du wolltest dich bei mir bedanken. Ich verstehe. Auch in ihrem Namen müssen wir Hyrule den Frieden wiederbringen. Schau, Link. Du und Prinzessin Uto,
Ihr habt gemeinsam das bösartige Monster besiegt. Also ja, ich habe schon die Hauptarbeit gemacht, wenn ich ehrlich bin. Nicht. Der See füllt sich mit reinem Wasser und alles ist wie zuvor. Hm. So. Das ist cool, so muss es sein. Ah, und weg ist er. Mist. Ah, dort auf dem Baum oben. Und im Wasser. Und weg. Ja, das sind so Leihwisse, gell? Ich weiß. Mal schauen, ob wir es schaffen. Blub. Ja, ist geschafft. Auf dem Dings, wo ich drauf stehe, dass wir, wenn das Wasser, das Seewasser steigt, müssen wir gegen die Sonne schiessen. Ich weiß nicht, der Wortel nicht mehr. Einfach so plus minus so machen. Und habe ich jetzt gemacht. Und ja, gehen wir schauen, was dort überkommt, wenn ich dort überkomme. Wenn das Wasser den See ausfüllt, ziele auf die Morgen. So, auch ziele ist es gesehen, nicht schiessen. Und doch mal schauen, was wir da überkommen. Nicht tauchen. Also ich weiß natürlich, was es geht, aber... Just in case you don't. Die Feuerpfeile! Genau, und das ist eine Erweiterung von der, von der normalen Pfeil, wo ich etwas kann, anvisieren und es dann direkt geht. Ja. Viel entzündet und ich so zum Beispiel einen Fackeln oder so könnte anmachen. Ja, was sollte ich Navi zeigen? Ich kann das schon mal zeigen. Blup. Das Ding ist, ihr braucht Mana, also wenn ihr jetzt den Mana-Balken anschaut. Ja, ich bin zu hoch. Also bereits schon, wenn man eigentlich den Pfeil aufsetzt, braucht es Mana. Darf ich jetzt tun? Nein, drüber. Egal, aber ihr wisst, was gemeint ist. So funktioniert das. Gut. Genau. Und jetzt? Was sagt Navi? Lasst uns jemanden suchen, der uns etwas über die anderen Weisen erzählen kann. Ja, der Schieck eigentlich schon, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. Wer wäre sonst noch eine andere Weise? Eine andere Weise? Aber ich glaube eh, dass ich einfach mal richtig Dings drücken muss. Richtig, die Teile der Zeit und dann mal weiterschauen. Vielleicht ist irgendwie die Eule, könnte ich wahrscheinlich auch noch etwas wissen. Oder ich könnte einfach mal dort hingehen, wo ich eh weiss, was ich muss. Und das ist die Teile der Zeit. Auf dem Meer ist das, glaube ich, der schnellste Weg. Gut, und das mache ich jetzt nämlich. Das ist nämlich ja gerade nicht gut. Ist das. Was ist die Richtung? Das ist nämlich ja gerade ein guter Punkt dann zum Aufhören. Teleport zur Zitadelle der Zeit. Und. Dann Unterbruch. Als nächstes steht dann der Schattentempel an und dann. Gut zu guter Letzt dann noch der Wüstentempel. Bis ich mich dann endlich. Am Ganon kann stellen. Ganondorf kann stellen. So ist es. Man kann safen. Double saved. Just to be sure. Gut, also. Würde sagen, mehr fürs Zuschauen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Schönen zusammen. Tschüss.